Elektrop, soweit das Auge reicht. Und eine gewaltige Menge Blitzenergie. Zumindest scheint hier noch alles funktionstüchtig zu sein. Krile, versuch doch bitte einmal, den Ohrring an die Konsole zu halten. Haben wir uns etwa geirrt? Es ist noch ein bisschen zu früh, um aufzugeben, meinst du nicht? Immerhin hat die Konsole ja schon mal reagiert. Vielleicht fehlt einfach die nötige Befugnis. Gululja, versuch du es doch mal. Ich? Als Erbe der Krone des Mutes müsstest du jetzt auch Zugriff auf alle möglichen Sachen haben. Die Pforte sollte sich von dir öffnen lassen. Aber jetzt hinterlasse ich dir mein Leben. Meinen Pfad. Ob du ihn fortschreitest, liegt allein bei dir. Faszinierend. Es unterscheidet sich auf fundamentale Weise von einem Nichtsportal. Ein solches muss mit gezieltem Einsatz von Äther aufgerissen werden. Aber dies hier ist ein vollkommener Übergang zwischen den Dimensionen. Ganz ohne störende Verzerrungen. Mit anderen Worten, ein perfektes Portal. Das ist also die Weltenfusion. Allerdings ist das wohl nicht der rechte Zeitpunkt für weitschweifende Erklärungen. Wenn Gululja das Portal öffnen konnte, sollte es Fene als Krone der Weisheit auch wieder schließen können. Uns bleibt somit nicht viel Zeit. Wir benötigen jemanden, der das Portal aufrecht erhält und jemanden, der jegliche Störversuche abwehrt. Ich bin zwar in der Lage, diese Magie zu wirken, aber auf Dauer kann ich das Portal nicht alleine aufrechterhalten. Ich brauche Unterstützung. Jemanden, dem ich vertrauen kann.
Dafür stelle ich mich gerne zur Verfügung. Doch selbst dann dürfte dies ein äußerst schwieriges Unterfangen werden. Es wäre beruhigend, euch mit euren mannigfaltigen Fähigkeiten ebenfalls an unserer Seite zu wissen. Aber selbstverständlich. Diese Aufgabe scheint schließlich wie für uns gemacht. Wäre es hilfreich, wenn ich ebenfalls hier bliebe? Unter normalen Umständen ja. Diesmal bist du jedoch bei den anderen besser aufgehoben. Wir können leider nicht ausschließen, dass sich das Portal trotz all unserer Bemühungen früher oder später schließt. Im schlimmsten Fall werdet ihr von der anderen Seite aus einen Weg finden müssen, erneut einen Übergang zwischen den Welten herzustellen. Und ich kenne niemand geeigneteren für diese Aufgabe als dich, mein Guter. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber falls doch, na dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, nicht wahr? Ich nehme schwer an, dass Wuklamat, Kriele und Ehrenwill ebenfalls in die andere Welt reisen, richtig? Dann werde ich bleiben und diejenigen beschützen, die hier die Stellung halten. Wer weiß, vielleicht wird auf der anderen Seite des Portals ja bereits ein Angriff auf uns geplant. Komme, was wolle, ich werde nichts und niemanden dieses Portal schließen lassen. Da bin ich mit von der Partie. Wehe, du kommst mir ohne die ein oder andere Geschichte im Gepäck zurück. Das bist du mir schuldig. Ist ja gut, ich verstehe schon. Aber versprecht mir eins. Lass sie nicht die ganze Last alleine stemmen, hört ihr? Jetzt oder nie. Was auch passieren mag, wir werden das Portal und euch beschützen. Auf der anderen Seite erstreckt sich eine uns unbekannte Welt. Und da uns das Wissen der Ashians fehlt, können wir auch nicht sagen, um welchen der 13 Splitter es sich wohl handelt. Dann lasst uns ihm einen Namen geben. Der Ort, an dem selbst die Verstorbenen nicht in Vergessenheit geraten. Die unverlorene Welt. Auf geht's!
Es fällt mir auch heute noch schwer, in Worte zu fassen, was sich da vor unseren Augen abspielte. Welche Wunder auf uns warteten. Ein Ort, an dem die Erinnerung ihrer sterblichen Höhlen entledigt, in ewigem Glanze ihr Dasein genießen konnten. Die Endlosen nannten ihn schlicht lebende Erinnerung. Ihre unerfüllten Träume hinter sich lassend, schien ein jeder dort glücklich und zufrieden, durch und durch am Leben und frei vom Schmerz des Verlustes. Ob dieses prachtvollen Glanzes, der alles erstrahlen ließ, drangen meine Gedanken unweigerlich über meine Lippen. Die Stadt aus Gold. Endlich habe ich sie gefunden.
Wenn du da bist, antworte mir! Wir müssen mit dir reden! Svena! Dass ihr mir bis hierhin folgen würdet. Wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber einer Sache bin ich mir sicher. Du trägst dein Herz am rechten Fleck, denn du liebst dein Volk über alles. Aber trotzdem kann ich dein Vorhaben nicht gutheißen. Du weißt doch selbst, wie falsch es ist. Eine Welt ohne Schmerz und Verlust. Wie schön sie doch wäre. Doch der Fortbestand der Endlosen kostet Lebensenergie. Dies ist der Preis ihrer Unsterblichkeit. Wir brachen den Kreislauf der Vergänglichkeit und in unserem Wall bewahrten wir das ewige Leben für mehrere hundert Jahre. Doch die immer größer werdende Anzahl an Endlosen brachte uns schließlich an unsere Grenzen. Und deswegen entschied ich mich dazu, die Weltenfusion einzuleiten. Eure Realität sollte den Endlosen als Nahrung dienen. Nun wird sich mein Plan endlich verwirklichen. Denn ich halte den Schlüssel in den Händen. Und was, wenn der Äther unserer Welt restlos aufgezehrt ist? Labst du dich dann an der nächsten? Alles Leben muss enden. Wenn du dich dem entgegenstellst, werden die Endlosen schließlich auch den letzten Tropfen Äther verzehren. So führt dieses ewige Leben nur zur Selbstzerstörung deines Volkes. Ganz genau. Deswegen werden wir alles daran setzen, dich und deinen Plan aufzuhalten. Denn auch wir haben Dinge, die uns wichtig sind. Freunde und Verbündete. Orte, die wir unser Zuhause nennen. Namachi, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gerne ich dir doch die Hand gereicht und Seite an Seite mit dir gestanden hätte. Beflügelt von der gleichen Liebe für unser Volk. Doch es hat nicht sein sollen. Bereits bei unserem ersten Treffen war es längst zu spät. Egal, was Svena auch versuchte, sie konnte ihr Volk nicht beschützen. Und so bleibt mir nichts übrig, als mich ihres Herzens zu entledigen. Die Erinnerung jener Königin, welcher ich entspringe, sie ist es, die mich zurückhält, die mein Volk gefährdet. Befreit von diesem Gewissen werde ich zu einer gnadenlosen, weltenverschlingenden Waffe werden. Für Alexandria! Für mein Volk! Wir beide haben Dinge zu beschützen, die zu verlieren wir nicht bereit sind. Du weißt ganz genau, was unausweichlich folgen muss, nicht wahr? Speicher des Meso-Systems wird gelöscht. Erinnerungsspeicher des Meso-Systems wird gelöscht. Nach Abschluss des Prozesses wird die Weltenfusion eingeleitet.